Hallo, ich bin Wolfgang Baxreiner und ich möchte Ihnen gerne mein neues Video vorstellen. Auf diesem Video sind vier Filme. Der erste wurde direkt in Salzburg gedreht und die anderen drei in der Gegend rund um Salzburg. Es war ein wunderschöner Spätsommertag, aber es war morgens noch bitterkalt. Wenn man im Freien malt, ist eine gute Staffelei natürlich ideal. Meine Staffelei hat Ablageflächen für die Palette, für den Pinsel und vor allen Dingen lässt sich mein Malbrett schräg stellen. Ich male sehr gerne auf sehr stark schräg gestelltem Papier. Das hat den Vorteil, dass die Farben nach unten rinnen und man kann sie wesentlich besser, gerade bei flüssiger Malweise, kontrollieren. Ich verwende sehr gerne Flachpinsel. Flachpinsel mit Nylonhaaren, aber auch die breiten Hackbrush, die Ziegenhaarpinsel. Die sind sehr weich, aber sehr universell einsetzbar. Für Himmel, für Bäume, für Wiesen. Einfach praktisch, geht schnell und das Malen macht großen Spaß damit. Bei diesem Trailer sieht alles wie im Zeitraffer aus. Keine Angst, am Originalvideo erkläre ich jeden Schritt ausführlich, sogar auch die Mischungen, welche Farben ich wann verwende, welches Material wann in meinen Augen gut und angebracht ist. Hier und da noch einige Kleinigkeiten und wieder ist ein Bild fertig. Nur wenige Kilometer von Salzburg entfernt liegt Fürstenbrunn. Dort gibt es das Schloss Glaneck und den Gutshof des Schlosses. Ich male das nördliche Eingangstor. Die Gegend ist ganz ruhig. Es gibt keinen Autoverkehr, nur Fußgänger und Radfahrer und gut gelaunte Menschen. Ich male gerne auf aufgezogenem Papier, das heißt, ich leime mir das Papier auf dünne Holzplatten auf. Das stellt sicher, dass sich das Papier während des Malens, auch wenn ich sehr nass male, nicht wellt. Meistens verwende ich nur sehr wenige Farben, damit das Bild auch stimmig bleibt. Ich mag zwar farbige Bilder, aber ich mag keine bunten Bildchen. Zusatzmittel oder Hilfsmittel verwende ich so gut wie gar nicht. Es gibt ja mittlerweile am Markt jede Menge Zusatzmittel, Strukturpasten, auch für Aquarell etc. Ich mag ohne diesen Dingen auskommen. Ich male mit ganz normalen Wasserfarben und ganz normalen Pinseln, ab und zu vielleicht etwas exotisch aussehende Pinsel wie einen Küchenpinsel, den ich sehr gerne für Laub oder auch für Wiesen verwende.
Hier kommt beispielsweise für die Struktur des Laubes ein ganz billiger Kuchenpinsel zum Einsatz. Mit einem sehr weichen, breiten Ziegenhaarpinsel, dem sogenannten Hackbrush, male ich erst schnell die Schatten. Wichtig dabei ist, dass diese sehr flüssig aufgetragen werden, denn es sollen im Schatten keine großen Strukturen sichtbar sein. Auch die Ecke des Pinsels ist gut verwendbar und gleich ist auch dieses Bild fertig. Jetzt geht's nach Leopoldskron. Das Schloss Leopoldskron liegt am Stadtrand von Salzburg, ist umgeben von einem Weiher. Ich male nur den Weiher mit Blick auf die Festung Hohensalzburg. Auch hier wieder kein Autoverkehr, nur Fußgänger und ab und zu Radfahrer. Eine traumhafte Gegend. Im Video zeige ich sehr ausführlich das Malen von Wald, von Bäumen und auch das leichte Anlegen von ruhigem stehenden Gewässer. In der Nähe meiner Heimatstadt Hallein liegt Adnet. Dort gibt es das Weidacher Moor, das ich erst male. Ich verwende vorzugsweise meine Flachpinsel, damit ich nicht in Versuchung komme, zu sehr detailliert zu malen. Ich male einfach sehr gerne im Freien, gerne allein, aber noch lieber in Gesellschaft. Bei meinen Kursen, bei den Malreisen, malen wir so gut es geht, so oft es geht, im Freien. Vielleicht sehen wir uns ja einmal bei einer dieser Gelegenheiten. Ich würde mich freuen. Besuchen Sie auch meine Internetseite auf www.aquarellkurse.at. Dieser Kurs ist kostenlos und Sie erfahren viel über die Grundlagen der Aquarellmalerei. Servus! Mhm.